meine Stadt, meine Show, mein Stylist, meine Gardi, mein Kopf, meine Gäste, mein Love. Rein! Los! Jetzt wird lecker gekocht! Basti hat schon alles vorbereitet. Basti kocht für uns alles, was uns gut tut. Ne? Ja, das sieht super aus, was der Basti hier vorbereitet hat. Jetzt geht's los, ja. Was gibt es, was gibt es, was gibt es? Wir machen heute mal eine Dorade auf einem Kartoffelbett. Da legen wir das Doradenfilet drauf, kommt Bärlauch drauf, dann werden wir schöne Zucchini-Scheiben aufsetzen, das Ganze schön würzen, nettes Öl drauf, in Backpapier einpacken und im Ofen garen. Lecker. Kochst du? Ich koche ganz selten, aber wenn ich koche, dann koche ich natürlich für liebe Freunde. Du, wollte ich ja sagen, du bist bestimmt so eine total Gesellige, gell? Die immer, wenn sie dann kocht, dann gibt's alles. Ob das der Alkohol, der fließt. Alkohol gibt's natürlich auch, klar. Ja, ne? Und richtig lecker essen, da mangelt's an gar nichts. Ne? Bei dir sitzt man bestimmt, wenn man zum Essen, stell ich mir so vor, wenn du mich jetzt zum Essen einladen würdest zum Beispiel, würden wir bis 4 Uhr morgens sitzen. Länger. Noch länger ja, sogar. Ja, noch länger. Ich würde dann irgendwann wieder anfangen. Von vorne. Also, was gut geschmeckt hat, das kommt dann irgendwann. Bist du, ne? Ja, das finde ich aber auch ganz wichtig. Das mag ich auch gerne. Aber haben nicht alle drauf. Aber bist du doch auch sicherlich, oder? Natürlich! Ja, wenn du Gäste hast, machst ja, du ja, doch, das. Auf jeden Fall, klar. Ne? Bis zum bitteren Ende. Und also, wenn je nachdem, was gekocht wird, so die deftigen Sachen, das macht mein Mann. Der ist dafür zuständig. Und ich mache aber gerne so Soßen und eher so diese filigranere Sachen. Das ist der Vorteil, wenn man verheiratet ist. Ich habe früher ja auch mit gibt es einen Vorteil? Ich fand das immer den Vorteil, weil da sind die Aufgaben immer so klar verteilt. Ne? Da, und das habe ich mit Fall. Meinem Gatten auch immer gehabt. Auch also so? Der war so der Fleischspezialist und ich war so Süßchen. Und warst du verheiratet? Ich war 3,5 Jahre verheiratet. Ich habe am 29.02.92 geheiratet. Guck mal. Ja, und das war das Schaltjahr, also das übliche Schaltjahr. Und es gab nur 7 Paare, die in Deutschland überhaupt getraut wurden. Es gab auch nur ein Standesamt, das getraut hat, das war in Dortmund. Und ja, eins von diesen Schaltjahrpärchen war ich. Deswegen musste das schiefgehen. Ja. Weil es war auch noch Karnevalssamstag und das Funke-Mariesche kam immer rein, verstehst du? Während der Trauung. Ja? Du magst Fisch? Ja, der mag alles. Das ist Leon, ein Mülleimer. Ne? Aber ein guter Mülleimer. Leon, das ist aber ein schöner Mülleimer. Ja, finde ich auch. Hallo, also Marti. Hallo. Das ist Gabi. Ich freue mich. Herzlich willkommen. Gabi. Hallo. Hübsch siehst du aus. Ja, du aber auch. Donnerknüppel. So, flott. Jetzt unterhaltet euch weiter über das Kochen. Ich koche manchmal auch, aber manchmal vor Wut, ne? Ja, ab und öfter zu. Oder? Das passiert mal öfters. Und wann bringt man dich vor Wut zum Kochen? Na, das wirst du nachher merken. Was? Du meinst, ich schaffe es nicht, dazu zu bringen, von Wut zu kochen? Das glaube ich nicht. Ich glaube, das kriege ich nicht hin, Gabi. Das haben viele nicht geglaubt. Nee, aber wir sind so zwei bodenständige Mädchen. Ich glaube, da kriegen wir gut hin miteinander, ja. Naja, das glaube ich auch. Gabi hat sich ganz doll gefreut, dass du heute kommst. Sie wollte es mir nicht glauben. Und in der Küche wird nicht gestritten. Natürlich nicht. Aber was wird gemacht? Was hast du bis jetzt gemacht? Jetzt haben wir hier Kartoffeln. Genau, wir haben das Kartoffelfett. Wir haben das Doradenfilet. Das ist unbehandelt, ne? Das ist unbehandelt. Könnt ihr im Ganzen kaufen oder filiert, wie ihr mögt oder je nach Schwierigkeitsgrad. Das Ganze einfach gewürzt mit Pfeffer und Salz, ein Blatt Bärlauch dazwischen. Da haben wir jetzt die Zucchini-Scheiben aufgesetzt. Jetzt haben wir hier noch ein wunderbares Omega-3-Öl, was wir auch noch ein bisschen mit drüber geben. Das ist lecker. Und ist das denn kalorienarm eigentlich, was du da machst? Das ist sehr kalorienarm, ja. Achtest du drauf? Ja, im Moment ja. Noch ganz viel Sport und so. Sigi! Hey! Na? Na? Weiter, Alter, was geht ab? Alles gut, was aber auch? Du sollst das nicht mopsen. Wann sind fertig? Viertelstunde. Ja. So, das Ganze packen wir jetzt in Backpapier ein und schieben die ganze Herrlichkeit in den Ofen und backen. So ohne Alufolie einfach so rein, ja? Ohne alles, ohne und nicht Alufolie. Und viele lassen ja hier immer so viel Platz dann, damit es ganz genau. Sich bewegen kann. Das na, nicht, dass es sich bewegen kann, sondern dass sich einfach nur geschlossen, damit sich die Dämpfe da drin sammeln und es einen eigenen Saft quasi gart. So, und jetzt wieder zu den Kalorien. Wie viele Kalorien hat das? Ungefähr? Ganz wenig. Ich denke mal, dass wir hier bei 300, 350 Kalorien liegen. Super. Also immer also was für die schlanke Linie. Ich glaube, dass das Papier fettiger ist als das Essen, oder? Im Endeffekt. Ja. So, wir haben da schon mal eins vorbereitet, dass wir gleich mal sehen können, wie die ganze Geschichte aussieht. Und das Ganze schieben wir ungefähr für 20 Minuten bei 200 Grad in den Ofen. Und 20 Minuten 200 Grad, super. Ganz genau. Und dann sieht es aus, wie riecht es, wie riecht es? Mmh. Sehr lecker.
lecker. Mm. Was ich würde vorschlagen, so. Das machst du noch 1, 2, 3 für Mats noch. Der Mann will auch mitessen. 4, 5, mach mal so 6 Mal und dann sind wir wieder da. Das machen wir. Ja, sehr schön. Bis gleich. Sehr gut. Lecker, jetzt wird gestylt. Oh. Na rein. Schüsselchen. Hey, du meinst, ich sehe jetzt endlich mal aus wie ein Mädchen? Ja, jetzt.